Hallo, ich bin Doris Hofer. Ich bin bei BioAustria für die Bio-Richtlinien zuständig. Heute befassen wir uns mit der Behandlung von erkrankten Tieren am Biobetrieb. Worauf müssen Biobäuerinnen und Biobauern achten? Auf Biobetrieben steht bei der Tiergesundheit die Vorsorge im Vordergrund. Das heißt, die Tiere werden so gehalten, dass Krankheiten im besten Fall gar nicht auftreten. Zum Beispiel haben sie im Stall mehr Platz, sie haben viel Zugang zu Auslauf und Weide, frischer Luft und Sonnenlicht. Und trotzdem kann es sein, dass Biotiere krank werden. In diesem Fall muss so schnell wie möglich reagiert werden. Bei der Behandlung von Biotieren werden homöopathische Präparate oder Phytotherapeutika, das sind pflanzliche Arzneimittel, vorrangig eingesetzt. So hilft zum Beispiel Eichenrindentee und Pulsatilla sehr gut bei Durchfall. Wenn Homöopathie und Phytotherapie nicht den gewünschten Effekt haben, dann ist umgehend der Tierarzt zu rufen, der die Tiere behandelt und wenn notwendig chemisch-synthetische Tierarzneimittel oder Antibiotika gibt. Was darf die Biobäuerin bzw. der Biobauer selbst anwenden? Tierhalter dürfen alle wesentlichen rezeptfreien, frei verkäuflichen homöopathischen Mittel und Heilpflanzen selbst anwenden. Tierarzneimittel hingegen dürfen nur vom Tierarzt verschrieben und verabreicht werden. Wenn wegen einer Behandlung Tierarzneimittel vom Tierarzt verschrieben werden, ist auf die allgemein gültige gesetzliche Wartezeit und die doppelte Bio-Wartezeit sowie auf die maximale Anzahl der Behandlungen zu achten. Wie geht man nun bei der Wartezeit vor? Beim Einsatz von chemisch-synthetischen Arzneimitteln oder Antibiotika ist die gesetzliche Wartezeit zu verdoppeln. Beträgt die gesetzliche Wartezeit 0 Tage, muss im Bio eine Wartezeit von mindestens 48 Stunden eingehalten werden. Die Wartezeit beginnt erst nach Abschluss der Behandlung. Schauen wir uns den Vorgang an einem Beispiel an. Eine Ziege hat eine Euterentzündung und wird 3 Tage lang mit Antibiotika behandelt. Das Antibiotikum hat eine Wartezeit von 5 Tagen. Der erste Tag der letzten Behandlung gilt als der erste Tag der 5-tägigen Wartezeit. Danach darf die Milch konventionell vermarktet werden. Die doppelte Wartezeit für Bio beträgt 10 Tage. Das heißt, die Milch darf nach Abschluss der 10 Tage wieder als Biomilch vermarktet werden. Die Verdoppelung der gesetzlichen Wartezeit gilt auch für Parasitenbekämpfungsmittel. Das kann in der Schaf- und Ziegenhaltung zu Problemen führen, da nur wenige Mittel zugelassen sind. Kommt ein nicht für Schafe und Ziegen zugelassenes Antiparasitika zum Einsatz, muss es vom Tierarzt umgewidmet werden. Dadurch kommt es zu gesetzlichen Wartefristen von 28 Tagen bei Fleisch und 7 Tage bei der Milch. Diese Wartefristen sind im Bio noch zu verdoppeln, das heißt 56 Tage bei Fleisch bzw. 14 Tage bei der Milch. Werden Impfungen, Homöopathika oder Heilpflanzen eingesetzt, bei denen eine gesetzliche Wartefrist einzuhalten ist, muss die Wartezeit für Bio nicht verdoppelt werden. Neben der gesetzlichen Bio-Wartefrist ist auch noch die maximale Anzahl an Behandlungen von Biotieren zu erwähnen, ohne der die Tiere konventionell werden. Sie richtet sich nach dem produktiven Lebenszyklus der Tiere. Wir unterscheiden dabei 2 Gruppen. Tiere, die älter als ein Jahr werden, zum Beispiel Milchziegen, Milchschafe oder Zuchtböcke, und jene, die weniger als ein Jahr werden, wie zum Beispiel Mastlämmer oder Mastkitze. Zuchttiere, die älter als ein Jahr werden, dürfen maximal 3-mal jährlich behandelt werden. Unter einer Behandlung sind alle Arzneimittelgaben von Beginn der Krankheit bis zur Ausheilung zu verstehen. Das heißt, sind bei einer Euterentzündung mehrere Antibiotikagaben notwendig, zählt das als eine Behandlung. Wenn die Tiere öfter krank werden und weitere Behandlungen notwendig sind, müssen die Tiere bzw. deren Produkte konventionell vermarktet werden. Die Tiere müssen wieder neu auf Bio umgestellt werden. Damit die Tiere und deren Produkte wieder bio werden, müssen bei Schafen und Ziegen eine 6-monatige Umstellungszeit durchlaufen werden. Behandlungen gegen Parasiten, Impfungen,
oder die Gabe von schmerzstillenden Mitteln bei der Enttarnung oder Kastration zählen nicht zu den Behandlungen. Grundsätzlich gilt, dass jede Arzneimittelbehandlung, Arzneimitteleinsatz detailliert zu dokumentieren ist. Nutzen Sie dazu das Aufzeichnungsheft Ihrer Biokontrollstelle. Mehr zum Thema Tiergesundheit finden Sie auch im Leitfaden für die Tierbehandlung am Bio-Austria-Betrieb auf der Bio-Austria-Homepage. Bei Fragen zur Tierbehandlung wenden Sie sich an Ihre Bioberaterin oder Bioberater und nutzen Sie das Servicetelefon zur Tiergesundheit von Bio-Austria.